Ich war jetzt wieder ein paar Wochen nicht da. Sie haben das sicher gemerkt. Ich war unter anderem in der Schweiz, habe dort gearbeitet als Gastarbeiter auf der Bühne. Und man fühlt sich ja als Deutscher ganz anders, wenn man mal in so ein entwickeltes Land kommt. Ich trete gerne in der Schweiz auf, weil ich auch gerne mal außerhalb Europas reise. Und es ist so sauber da. Und so ein bisschen wie bei uns früher. Wobei es auch in der Schweiz Probleme gibt. Durchaus, die Juweliere klagen, dass die Neukundengewinnung unter russischen Milliardären stagniert. Das ist auch hart. Ja. Und ich habe in der Zeitung gelesen, wegen starken Regens sind im Frühjahr in der Schweiz mehrere Güllelager vollgelaufen. Ja, ich war überrascht, dass die Scheiße in der Schweiz noch von Bauern gemacht wird. Bei uns ist da Berlin zuständig. Das ist ja viel zentralisierter alles. Ja.